Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, heute haben wir die 39. Folge und in der 40. Folge geht's an die Wither Battles, wie gesagt. Ja, und bevor wir das dann machen in der 40. Folge, möchte ich heute noch etwas anderes machen, mal etwas Spezielles, was es bisher noch nicht gab. Dazu aber dann gleich. Und hier läuft mittlerweile jetzt die Forestry Farm auf Hochtouren. Die funktioniert prima und hier hat nicht den Fehler gefunden. Ich habe nämlich das so eingestellt gehabt, aber ich musste die Pfeile alle so nach innen umdrehen, denn das heißt jetzt Change Transfer Direction Currently from the Cart. Und vorhin war es to the Cart. Also er hätte die Items, die wir zum Beispiel hier reinschmeißen können, dann einfach ins Card eingelagert und jetzt zieht das aus dem Card hier in den Cargo Manager rein. Ja, das Mine Factory Reloaded Patch habe ich installiert mittlerweile. Das heißt, wir können die Farm hier eigentlich stilllegen und jetzt dann über Mine Factory Reloaded laufen lassen. Das habe ich da drinnen bereits alles vorbereitet für den neuen Betrieb. Das kommt aber dann wahrscheinlich in. Vielleicht können wir es heute noch machen, denn das, was ich vorhabe, geht nicht allzu lange. Ja, auf jeden Fall, ich habe das Ganze hier ein bisschen laufen lassen schon. Wir haben jetzt schon über 16.000 Force Logs bekommen. Ich habe das ja in Zeppelin Logistics System importiert, da unten ist ein Import-Bus dran. Und allgemein so zu Dartcraft, eigentlich musste ich nur zwei Versionen updaten. Also ich hatte die Beta 0 1.6 und ab der 0.1.8 hätte es sowieso mit Mine Factory Reloaded funktioniert. Also habe ich beides gemacht. Ich habe jetzt Patch installiert und geupdatet und darum würde es jetzt theoretisch auch mit der Forestry Farm funktionieren. Ja, jetzt zu unserer heutigen Exkursion, wie ich das so nennen soll. Dazu möchte ich gerne noch ein paar Dinge mit euch anschauen und zwar möchte ich die Rüstung noch etwas upgraden. Und zwar beim Helm, hier möchte ich auch noch das Energy Shield einbauen, also installieren wir das. Hier schalten wir auch noch ganz nach oben und jetzt haben wir hier volle Rüstungspunkte, wie ihr unten seht. Und damit sind wir jetzt praktisch unbesiegbar, weil wenn wir nur 3 Energy Shields haben, nicht 4, dann kann uns ja wieder doch tatsächlich noch töten, auch mit den 3 Schildern, die wir jetzt eh schon haben. Ich habe das getestet. Ja, ich war dann doch nicht sehr zufrieden. Dann habe ich jetzt hier nochmal einige Enderperlen investiert in 2 Force Field Emitters und ja, die wurden jetzt bereits verbraucht. Und ja, diese Rüstung verbraucht ja jede Menge Energie und deshalb bauen wir noch etwas ein, damit wir die Energie wieder etwas zurückkriegen, nämlich diesen Solargenerator, den installieren wir gleich. Und der liefert ziemlich gute Energie. Dann, was habe ich noch vor? Hier geht es auch nochmal um Energie. Und zwar möchte ich hier noch, wo haben wir es? Bei Movement vielleicht. Also doch, das sind die Boots. Hier möchte ich nämlich noch den Kinetic Generator einbauen. Und dann wird er bei den Leggings sein. Genau, hier Kinetic Generator. Den bauen wir da auch noch ein. Und so, jetzt produziert er während dem Laufen Energie. Und der Vorteil davon ist, dazu müssen wir zuerst hier noch den Sprint Assist installieren. So, sagen wir Power geht auch nach oben. Das auch, so. Und jetzt ist der Vorteil, wir können jetzt damit viel, viel schneller springen, nämlich 300%, also dreimal so schnell. Und während wir springen, produziert er mehr Energie, als er überhaupt verbraucht beim Rennen. Das ist sehr gut und eigentlich deshalb auch sehr effizient, obwohl das Ganze so viel Energie verschleißt. Jetzt brauchen wir aber auch noch etwas, um den Wither dann zu killen, natürlich. Und dazu wollte ich das Nano-Saber bauen, aber durch GregTech wird natürlich da das Rezept geändert und da würden wir wieder 2 Iridium-Platten brauchen. Das heißt, es werden gleich wieder etwa 56 UU-Meter draufgehen.
Deshalb habe ich mich entschieden, wir nehmen vom Power Fist, bei Weapons haben wir hier 4 Waffen, wir nehmen den Melee Assist und wenn wir den hier ganz nach oben schrauben, dann macht er 10 Herzen Schaden. Also eigentlich reicht das. Damit kann man Kühe, verschiedene Monster kann mit einem Schlag direkt killen eigentlich. Was ich auch noch einbauen möchte, ist der Lachskapitator. Das habe ich gleich auch alles dabei. Und ja genau, hier solche Dinge, die werden wir dann im Verlauf des Let's Plays wahrscheinlich alle mal noch einbauen. Weil diese sind sehr nützlich. So, jetzt schaue ich nochmal. Ja, wir haben nichts vergessen. Aber ich möchte, ja, jetzt seht ihr es gleich auch, ich laufe jetzt normal, ich renne nicht. Das ist nur das normale Laufen, was ich jetzt hier mache. Wenn ich jetzt rennen möchte, dann geht es noch schneller. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt noch etwas bauen schnell. Und zwar ein Force Wrench. Den werden wir noch brauchen. Also wir brauchen dazu ein Force Gear. Und dann kommt hier noch Force Ingots rein und wir haben einen Force Wrench. Das ist alles, was wir brauchen. Jetzt geht's los. Und zwar geht's in diese Richtung. Und mit unserer Rüstung sollten wir eigentlich gleich da sein. Hier ist jetzt natürlich kein Junkloader platziert, aber wir sind auch gleich wieder da. In circa 10 Minuten ist die Exkursion wahrscheinlich auch schon wieder beendet. Und was war jetzt das? Bin ich hier in Lava gefallen oder so? Ah, ich glaube... Ja, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Die Rüstung könnte eventuell zu heiß geworden sein. Ja, auf der rechten Seite neben der Energieanzeige, da sieht man, wie viel oder wie groß das die Wärme, die Hitze da, darin ist. Und diese wird anscheinend produziert beim... wobei... Ich weiß gar nicht, wo genau das die produziert wird, aber es gibt auch noch ein Cooling-System, wo man das Ganze kühlen kann. Und damit ja, kann man die Rüstung dann eben wieder kühlen. Jetzt weiß ich auch endlich, wozu das gut ist. Ja, man sieht. Ja, und unsere Energie ist bereits wieder aufgeladen. Das heißt, wir haben jetzt mit unserer Reise bis hierhin schon mehr Energie produziert, als wir überhaupt verbraucht haben, nur für die Reise. So, und ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt hier nicht. Oh ja, und die Rüstung wurde wieder zu heiß. Jetzt müssen wir schnell ins Wasser, sonst geht sie kaputt. Ja, das heißt... Oh, was ist denn das hier? Das ist wohl ein ID-Fehler, was hier gerade... und was haben wir hier noch? Kartensampler. Da wurden wohl... ja, das muss ein Fehler sein, wahrscheinlich. Okay. Sonst eben so sein. Vielleicht werden ja Steve's Cards dann auch wieder rausschmeißen, falls es zu extrem wird mit den Fehlern. Nein, nicht O, sondern I möchte ich mal drücken. Dann schalten wir die Karte wieder an. Und Wegpunkte. Also wir müssen zum Wegpunkt Wüste. Das ist der rote. Okay, der ist... Ah, noch weiter. Okay, ich dachte, wir sind eigentlich schon hier ganz in der Nähe, aber es war doch nicht so. Naja, genau. Und hier haben wir einen Wüstentempel. Den hatte ich mal gefunden, einfach so. Als ich hier ein bisschen in der Gegend herumlief und da, ja, kam der eben einfach so. Und der scheint ein bisschen im Sand bedeckt zu sein. Und unsere Rüstung, ja, die macht mir langsam Sorgen, wenn die immer so heiß wird. Was machen wir da? Ich würde mal sagen, wir ziehen einfach die Boots aus. Und jetzt sollte eigentlich keine Wärme mehr... Aha, nein. Ja, jetzt kriegen wir natürlich wieder Fallschaden. Und Wärme wird doch noch produziert. Vielleicht... Nee, keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Wenn wir dann mal reinkommen würden.
So, und jetzt geht es ein bisschen ans Buddeln. Den Drill haben wir ja dabei. Und der arbeitet natürlich ja viel zu schnell. Jetzt probieren wir gleich mal. Genau so, Lachskapitator funktioniert also schon mal sehr gut. So, jetzt müssen wir da eigentlich gleich reinkommen. Ziemlich dunkel. Nicht mehr lange. So, und wir gehen jetzt hier nach unten. Und jetzt natürlich ganz wichtig, Druckplatte abbauen, weil da befindet sich TNT darunter. Und das bauen wir gleich mal ab, damit hier auch ganz bestimmt keine Gefahr mehr besteht. So, und jetzt räumen wir hier mal die Kisten aus und okay. Ich war selbst ja auch noch nicht. Naja, wir nehmen mal alles mit, was wir gleich hier so haben. Und dann schauen wir mal, was es denn so gibt daraus. Oh, eine Page. Und das ist irgendeine, die wir nicht kennen. Einfach Biom 83 genannt. Okay, spannend. Und hier, was, jetzt müssen wir ein bisschen kompensieren. Unsere Druckplatte brauchen wir nicht, die hier eigentlich auch nicht. Das nehmen wir mal mit. Und Safari-Net, davon haben wir eh schon genug. Davon haben wir auch genug, davon ebenfalls. Das Miniaturherz nehmen wir mal noch mit, das brauche ich nicht. Das können wir einschmelzen, das haben wir auch genug davon. Dann Pflasterstein. Ja, das lassen wir mal hier. Die Klauen brauchen wir auch nicht. Was können wir sonst noch rausschmeißen? Force Shard. Ja, die können noch ein bisschen Energie produzieren. Force Mids brauchen wir auch nicht. Okay, dann gehen wir wieder. Und es geht noch weiter. Wir haben noch etwas Zweites, das wir erforschen können. So, jetzt wieder nach draußen hier. Und zwar, jetzt muss ich wieder nachschauen, welcher Wegpunkt das war. LOL XP. Ja, zwar ist der grün. Da haben wir nämlich auch etwas ganz Spannendes gefunden. Ja, und die Rüstung, die ist echt nicht so gut, wenn diese immer so heiß wird. Wir müssen das Kühlingssystem uns dann echt mal bauen. Und dann gehe ich hier die ganze Zeit schon in die falsche Richtung. Wir müssen ja zum Roten und ja, wir haben schon wieder ein bisschen zu heiß. Zum Glück ist es Nacht. Jetzt scheint sich die Kühlung automatisch, also ich meine die Rüstung automatisch ein bisschen zu kühlen. Was soll das jetzt eigentlich genau? Also hier ist ein roter Wegpunkt. Genau hier. Moment. Das, ich schaue einfach mal die Koordinaten nach. Wir müssen ja zum grünen. Zum grünen Wegpunkt müssen wir. Wo befindet sich der? Da hinten. Ne, da hinten. Das könnte etwa sein. Ja, die Rüstung, die ist echt nicht so gut. Das Kühlingssystem werde ich mir sofort einbauen, sobald ich wieder zu Hause bin. Dazu müsst ihr ja nicht dabei sein. Das wird wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Servomotoren und so weiter, was wir da schon kennen, bestehen. So, und da oben geht es doch so. Ich meine. Nee. Auf jeden Fall. Da vorne geht es noch das, genau. Hier war ich auch schon, das ist noch etwas Altes von Ars Magica, ein Haus, das jetzt unbrauchbar ist, da ich Ars Magica ja rausgeschmissen habe. So, wie weit ist es denn noch? Wir sind ja mitten in einem Dschungel gelandet, aber wir sind jetzt dann gleich da. Dann
kannst du, glaube ich. Dafür müsste gleich da sein. Da hinten. Ja, das müsste der richtige Wegpunkt sein hier. Und zwar da vorne. Oder da oben. Da müsste da oben sein eigentlich. Genau, hier. Hier müssen wir hin. Und hier haben wir so ein Obsidian-Totem. Das ist aus Formkraft. Und hier haben wir auch ganz interessante Dinge, nämlich die Seite Steinkohle-Block. Also eine, wenn ihr mit Müßkraft in diese Welt hier reisen, dann da ist eine Welt, die wirklich nur rein aus Kohle besteht. Eigentlich, ja, was will man mehr? Und auch hier haben wir noch einige Dinge, die wir mitnehmen können. Das kommt sicher mit. Ja, ja, das auch. Warum nicht? Und ja, Bronze können wir auch noch mitnehmen. Und das hier noch. So, und ja, etwas müssen wir noch hier lassen. Was lassen wir hier? Ja, doch, die Force-Schatz. Und jetzt reißen wir hier mal auf. Und hier haben wir einen Spawner darunter. Und mit diesem Force-Wrench, den wir uns ja noch gebaut haben vorhin, können wir solche... Ja, jetzt können wir solche Spawner abbauen. Nämlich einfach Shift und Rechtsklick. So, jetzt haben wir aber das hier eingesammelt und jetzt haben wir hier Monster Spawner Wisp. Also mit diesem Wrench kann man wirklich sehr viel machen. Man kann auch einfach... Ja, warum haben wir das nicht gemacht? Man kann nämlich jetzt zum Beispiel einfach hier mal ein paar Dinge reinschmeißen. Dann kann man, zack, die Kiste abbauen. So wieder einsammeln und jetzt haben wir hier eine Truhe. Die können wir normal wieder platzieren und dann sind alle Items wieder darin. Das ist auch ein Vorteil von diesem Force Wrench. Ja, und jetzt geht's wieder nach Hause. Und dann war's das dann auch schon. Und das nächste Mal geht's dann zum Wither Battle. Allerdings muss ich jetzt doch nochmal nachschauen. Nicht so, welcher Wegpunkt das, das Haus ist, der grüne. 200 ungefähr. Okay, dann schalten wir die Karte wieder ab und konzentrieren uns hier mit den Koordinaten einfach drauf. Also, in diese Richtung ist schon mal okay. Ja, gehen wir mal in diese Richtung, wenn es jetzt nicht gerade zu laggen beginnen würde. Also, ja, keine Ahnung, was jetzt gerade wieder das Problem ist, aber es geht auf jeden Fall gleich wieder weiter, denke ich. Ja, das ist immer ein bisschen das Einzige, was jetzt noch in Frage kommen würde für Lex, ist der Prozessor im Moment, dass der etwas zu langsam ist und das wäre durchaus verständlich, weil er ist wirklich nicht der Neueste und nicht der Beste, ehrlich gesagt. Ja, dann warten wir einfach, also etwas anderes bleibt uns ja nicht übrig. Mir wird zurzeit gerade 40 FPS angezeigt, aber ich sehe null eigentlich. Ja, es passiert nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge und es geht das nächste Mal weiter beim Wither Battle. Bis dann, dem Fall. Und dann wird gekillt. Let's fight. Tonight.